Sie sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und eignen sich hervorragend für normale und vegane Kost. Frische Sprossen. Wie Sie mit dem Dena Küchensprossenhaus optimal Keimlinge ernten können, erfahren Sie hier. Das Sprossenhaus kann ohne Montage sofort benutzt werden. Einfach aus der Verpackung nehmen, einmal kurz durchspülen und schon kann es losgehen. Die Sprossen wachsen noch schneller, wenn Sie die Samen, bevor sie in das Sprossenhaus gestreut werden, ca. 10 Stunden im Wasser quellen und vorkeimen lassen. Verteilen Sie in jede der oberen drei Schalen so viel Samen, dass der Boden gleichmäßig bedeckt ist. Je nach Sorte darauf achten, nicht zu viel Saat zu verteilen, da diese sonst verwachsen und nicht genügend Wasser und Luft zum Gedeihen haben. Jetzt die Schalen wieder aufeinander setzen. Wichtig! Damit sich das Wasser später optimal verteilen kann, sollten die Zapfen gegenüberstehen. Damit die Samen weiter keimen und wachsen können, täglich, je nach Sorte, ca. 2-3 mal 500 ml, maximal 30 Grad lauwarmes Wasser in die obere Schale gießen. Das Wasser verteilt sich von selbst auf den unteren Schalen und sammelt sich im Auffangbecken und muss regelmäßig ausgeleert werden. Unser Tipp: Dieses Wasser eignet sich hervorragend zum Blumengießen. Nach nur wenigen Tagen sind die Keimlinge verzehrfertig und können geerntet werden. Je nach Art der Sprossen kann dies unterschiedlich lange dauern. Gesunde Kost. Ständig frisch. Leicht und einfach. Leckere Rezepte zu Sprossen, das Sprossenhaus und die Sprossensamen finden Sie auf unserer Website unter dena.de.